Evolution Vegeta! Außer wann kommt Vegeta? Wann kommt Evolution Vegeta? Wann kommt er? Ich kann nicht mehr warten! Wann kommt er zu glauben? Bitte! Wann kommt Vegeta? Evolution Vegeta! Ja, ich sag's dir nochmal. Wir wissen es nicht. Global macht nämlich, was es will, verstehst du? Aber er muss doch kommen! Wann kommt der, Osaru, bitte? Evolution Vegeta! Wann kommt Evo Vegeta? Sag's doch! Komm her, ich sag's euch. Natürlich, ich wiederhole mich gerne für euch. Hä? Ich werd verrückt, du. Ich werd verrückt! Er wird kommen. Er wird kommen. Ich weiß es. Evolution Vegeta wird kommen. Was geht ab, Manusi-Fighter, außer dir? Und außen vorweg, ich mach natürlich nur Spaß, ja. Seid mir bitte nicht böse mit der ganzen Sache. Ich erlaube mir lediglich einen Spaß mit solchen Intros oder quasi eine Parodie. Denn in dem Fall ist die Frage auch wirklich berechtigt. Wann kommt denn tatsächlich Super Saiyan Blue Evolution Vegeta? Eigentlich, also ich wurde das wirklich oft gefragt, aber es sind berechtigte Fragen, Freunde. Also ich will da wirklich niemanden abschrecken. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig. Ich mache, wie gesagt, nur einen kleinen Spaß draus. Eigentlich sollte er online sein, nach der Timeline von JP auf Global. Ist aber nicht. C17 wurde vorgeschoben und deswegen, Freunde, können wir eben nicht sagen, wann er kommt. Es ist ungewiss. Jemand kann sagen, du, dann kommt er wahrscheinlich als nächstes, also nach C17, weil er eigentlich als nächstes kommen sollte. Aber das muss nicht sein, versteht ihr? Da sind wir quasi auf dünnem Eis. Jeder kann sagen, wann er kommt, wir wissen es legit nicht. Er könnte halt wirklich irgendwann kommen, aber was schätze ich ein, wann er denn kommen könnte? Ich hoffe und denke noch dieses Jahr, denn alle Charaktere, die uns fehlen, die haben wir damals in dem Video besprochen, die könnt ihr euch gerne ansehen. Das ist immer noch mehr oder weniger gleich geblieben, was als nächstes auf uns zukommt. Da fehlen ja nicht so viele Dokkan-exklusive Charaktere. Evolution Vegeta fehlt, wie gesagt, Future Gohan fehlt und dann an der Stelle noch Full Power Goku. Und dann sind wir quasi schon mehr oder weniger auf der JP-Timeline. Natürlich dann noch Super Buu, der neue, der noch fehlt. Aber deswegen schätze ich ein, er wird hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Wann genau, Freunde, wissen wir nicht. Wir müssen uns einfach da nur gedulden. Die nächsten Tage, die nächsten Woche werden wir auf jeden Fall hoffentlich schlauer. Denn die aktuelle Celebration mit C17 geht bis zum 26. Oktober. Und danach werden wir dann sicherlich schlauer, wer der nächste Dokkan-Exil-Charakter sein wird oder sein sollte. Ob es Evolution Vegeta ist, wissen wir, wie gesagt, nicht. Aber deswegen sind wir heute hier in einer kleinen Vorschau, in einem kleinen Vorschau für unser Boy Super Saiyan Blue Evolution Vegeta auf der japanischen Seite. Wir werden uns ganz kurz ansehen, was der Dude drauf hat. Und dann werden wir natürlich ein Team bauen und ihn showcasen. Und zwar, er ist der Pure Saiyan Kategorie Leader. Diesen gibt er Ki plus 3 auf HP und Def 170% und auf den Angriff 130%. Mit Ulti macht er an der Stelle immense Damage und verringert Verteidigung des Gegners stark. Ansonsten, wie gesagt, wie sieht die Passive denn aus? Er hat 120% auf den Angriff immer fix, auf die Verteidigung 60%. Er macht zusätzlich immer 2 Additional Attacks, also 2 zusätzliche Angriffe, aber diese haben nie eine Chance, eine Super Attack zu sein. Es sind einfach nur 2 zusätzliche Angriffe, 2 Auto Attacks. Aber pro Angriff, den er startet, erhöht er seine Verteidigung um 7%, Maximum 70%. Und wenn die Bedingungen stimmen an der Stelle, transformiert er sich. Nun, was passiert, wenn er sich transformiert? By the way, schaut mal, in wie vielen Kategorien der ist, der Boy. Der ist in 6 Kategorien. Was sind die Bedingungen für ihn, damit er sich transformiert? Nämlich, ab Anbeginn der 4. Runde hat er eine 30%ige Chance, sich zu Super Saiyan Blue Evolution Vegeta zu transformieren. Das ist wirklich easy, ab Anbeginn der 4. Runde. Das wird wahrscheinlich oft triggern. Aber was ändert sich hier an der Ulti? Nämlich, er macht weiterhin immense Damage und verringert Verteidigungsgegners stark. Auch wenn das hier aufleuchtet, eigentlich ändert sich daran nichts. Aber die Passive ändert sich folgendermaßen. Und zwar bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 130% immer, macht weiterhin zusätzlich 2 Additional Attacks und pro Angriff, den er macht, erhöht er seine Crit-Chance um 10%, Maximum ist 70%. Also das wird auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall gut was reinhauen. Was haben wir für Linkskills? Das ist Super Saiyan, ganz Logo. Dann haben wir hier 10%, das ist Warrior Gods, sehen wir an den Charakteren. Dann haben wir an der Stelle Prodigies, was Vegeta unser Boy hat. Und das ist Royal Lineage, sollte das sein, auf jeden Fall Ki plus 1. Prepared for Battle, Ki plus 2. Tournament of Power, Ki plus 3 und 4's Battle. Und der Boy ist in 6 Kategorien. Also die Sache mit Evolution Vegeta ist, man kann ihn unglaublich gut nutzen,
als Leader, aber auch in anderen Kategorien, weil er in 6 Kategorien vertreten ist. Außerhalb davon ist die Kategorie immens groß, nämlich es sind die Pure Saiyans. Es gibt viele Free-to-Play-Charaktere, die da drin sind. Es gibt an sich viele Charaktere, mit denen ihr viele Teams bauen könnt. Also freut euch auf jeden Fall, wenn der Boy kommen soll. Denn im Endeffekt könnt ihr euch wirklich sehr, sehr viele Teams bauen. Mein Team sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen Majin Vegeta auf jeden Fall rein und dann nehmen wir die Super Saiyan 4, Freunde. Denn die Super Saiyan 4 Charaktere in diesem Team zu spielen, da nehme ich auch einen Supporter mit rein, mit Bardock, ist richtig herrlich, denn sie teilen sich untereinander, sowohl Full Power Goku, Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan 4 Vegeta 6 ganze Link-Skills. Und darunter ist Saiyan Draw. Das sind 25% auf den Angriff. Dementsprechend kann ich es kaum erwarten, dieses Team showcasen, whatever. Ich wähle kurz ein Event aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, wir sind im Event von Jiren im Dokken-Event, denn das ist da quasi auch eine kleine Vorschau, denn das Dokken-Event mit Jiren wird zeitgleich online kommen mit dem von Evolution Vegeta. Außerhalb davon werde ich mich auf jeden Fall freuen, hier die vierfachen Charaktere zu zeigen. Ihr werdet jetzt merken, was für einen Boost sie auf jeden Fall bekommen. Und natürlich unserem Boy Evolution Vegeta. So, wie machen wir das Ganze? Da haben wir schon verkackt auf jeden Fall. Ah, doch nicht. Okay, wir hatten Glück an der Stelle. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat und ihr auch es kaum erwarten könnt, wie ich, bis dieser Boy droppt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu seid und euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Abo da. Und ja, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ihr wisst Bescheid. Alles klar, die Sache ist die in der Pure Saiyan Kategorie. Viele, als sie vorgestellt wurde, also ich find's zum einen asozial geil, wenn ich das so sagen darf, sorry, dass Vegeta, der Pure Saiyan Leader ist, Vollblut Saiyans, da sind nur Saiyans drin, keine Hybrid Saiyans, sondern Vollblut Saiyans. Ja, El Vegito, El Gogeta etc. sind nicht drin, Vierfache Gogeta auch nicht, darüber kann man sich streiten, weil in der Hybrid Saiyan Kategorie sind zum Beispiel auch Gotenks etc. Warum sind sie nicht drin? Weil die Kategorie selbst ist immens groß, Freunde, da sind so viele starke Charaktere drin, da sind Ui Goku drin, die ganzen Charaktere, die wir hier sehen, Super Saiyan 3 Angel Goku, LR Goku, LR Broly, LR Majin und LR Bardock, da sind so viele Charaktere drin und gerade deshalb, weil die Charaktere, die da drin sind, viel sind und stark sind, geben sie nur auf den Angriff 130% der Leader-Skill von Vegeta. Das kann ich schon verstehen, da muss ich schon ehrlich sein, das kann ich schon verstehen. Ich finde es ein bisschen schade, 130%, sie werden Schaden machen, die Charaktere, so ist nicht, aber 130%, ja, ist halt schade, aber sonst wäre es schon ein bisschen zu OP. In jede andere Kategorie, in der Vegeta vertreten ist, da bekommt er mehr Boost, zum Beispiel bei Representatives of Universe 7 sind 177% auf den Angriff. Da haut er eh alles zur Seite, also da müssen wir uns gar keine Probleme machen. Anyway, lange Rede, kurz Sinn, wir sind im Jiren-Event, wir sind immer noch mit unserer Pure Saiyan. Okay, der macht auf jeden Fall gut Schaden. 2,4 bei auf Majin. Die Sache ist, die Bardock ist ja als Supporter gedacht, er gibt Majin Vegeta aber auch noch Saiyan Pride durch die Link-Skills. Vierfache Vegeta hat auch Saiyan Pride. Wo unterscheiden sich die Charaktere, also die ganzen Vierfachen? Vierfache Goku, Ultra, ja, Full Power Goku und Vegeta in Sachen Link-Skill. Wie gesagt, sie teilen sich 6 von 7 Link-Skills. Was unterschiedlich ist bei Vegeta Saiyan Pride sind 15%. Moment, wie machen wir das hier? Wir lassen unseren Boy auf jeden Fall nehmen. Schaut mal ganz kurz. Wenn ihr jetzt das beobachtet. Okay, Full Power Goku 187.000 Angriff. Wenn wir den mal trennen, dann ist er bei 155.000. Oder Vegeta bei 153.000. Wenn wir den hintun, dann aktiviert sich dann Saiyan Raw sind 25% weiter, die er bekommt. Und das macht auf jeden Fall gut was aus. Haben wir gerade gesehen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Saiyan Pride hat Vegeta, was die anderen nicht haben, gibt 15%. Full Power Goku hat, glaube ich, Saiyan Lineage und Vierfacher Goku hat Kamehameha. Genau, ihr seht schon, unser Boy tankt auf jeden Fall sehr gut. Und untransformiert, ja, sind wir noch unter 1 Million. Mein Vegeta hat keine Dupes. Ist auf SC10. Der Friends war auf 100%. Bei dem haben wir einen direkten Vergleich. Ja, ohne Dupe auf 100%. Ich werde mal gucken, ob ich das Ganze arrangieren kann. Genau. Außerhalb davon, ihr seht schon, er macht immer zusätzlich 2 Additional Attacks. Aber er könnte noch eine vierte starten, einen vierten Additional Attack vom Dupe System. Und diese könnte eine Ulti sein, weil die ist nicht von der Passive. Wie würde ich ihn skillen? Ich würde dennoch auf Level 15 Crit gehen, Level 11 Additional Attack, auch wenn er in der transformierten Stufe bis zu 70% Crit bekommen kann. Die Sache ist jedoch, man ist ja nicht immer transformiert.
Deswegen würde ich ihm vorneweg auch 15%, Level 15 Crit geben, sind 30% Crit-Chance. Und auch wenn er sich transformiert, dann ist er wirklich eine Crit-Maschine. Dann wird nämlich erstmal die Pass angeschaut, ob er durch die Passive crittet. Wenn nicht, dann kommt das Tube-System. Deswegen würde ich das Ganze so machen. Und aber... Oh! Nice, nice, nice. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ich kann es kaum erwarten, bis der kommt. Gott sei Dank habe ich ihn gezogen, ohne Spaß. Sonst wäre es für mich noch härter, auf diesen Boy zu warten. Oh mein Gott, Freunde. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Das ist sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Ich habe total vergessen, wo ich aufgehört habe zu reden. Sorry, verzeiht. 1,47. Der ist auf 100%, hat jetzt einen Support-Boost durch... Wie heißt der Boy? Bardock, 1,2 Millionen Crit, genau das, Freunde. Und jetzt gehen wir mal zu Jiren und hauen den einen rein. Let's go. By the way, nochmal. Ey, seht ihr? Ab Anbeginn der vierten Runde haben wir eine 30%ige Chance, uns zu transformieren. Das ist eine der einfachsten Transformationen und nach der Transformation wird er richtig geil. Der wird richtig gut. Auch davor ist er nice, also so ist es nicht. Der wird sehr, sehr tanky, aber jetzt danach ist halt RIP. Versteht ihr? Ist halt total RIP. So. Boom. Machen wir das Ganze. Oh, guck mal. Bei FIFA Goku, der hat 175.000. Wenn wir den mit Full Power Goku zusammenstellen, 200. Über 200.000 kommt der dann. Dies ist genau das Saiyan Draw. Das sage ich euch, Freunde. Auf sowas solltet ihr auf jeden Fall achten. Deswegen die Vierfachen in einer Rotation sind auf jeden Fall richtig geil. Die kann man auf jeden Fall spielen. Außerhalb davon haben wir jetzt unser Boy Vegeta. Auf was kommt der? Wie gesagt, der auf Rainbow kam auf 1,47. Tanky ist er so oder so. Müssen wir nicht drüber reden. Der kommt auf 1 Million, ja, ohne Tube, ja, das ist halt das. Die Sache ist die wegen den Link-Skills. Ich finde es ein bisschen schade, was sie mit seinen Link-Skills gemacht haben. Folgendes ist nämlich der Fall. Nicht transformiert heißt ja Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Heißt, ihr könnt keinen anderen Vegeta Blue in das Team nehmen. Und das, by the way, seht ihr, der vierte Angriff kam vom Tube-System, wurde eine Ulti. Und er erhöht immer seine Crit-Chance, ne? Er hat jetzt viermal angegriffen, wir haben 40%ige Chance zu critten. Durch die Passive. Wobei, ich stehen geblieben, Freunde. Sorry, ich bin gerade total im Hype wegen Vegeta. Ich kann es auch kaum erwarten. Ja, wegen den Link-Skills. Nämlich, man kann halt keinen anderen Vegeta Blue in das Team nehmen, weil er auch Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta heißt. Die Link-Skills, die er hat, ja, die kann man verstehen. Das sind halt so typische Vegeta Blue Link-Skills. Also Warrior Gods oder so, Super Saiyan. Prodigies ist halt so ein typischer Vegeta Link-Skill. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Royal Lineage natürlich auch. Fierce Battle. Und Prepare for Battle und Tournament of Power. Tournament of Power ist übertrieben geil, Kids and Key plus 3. Prepare for Battle ist auch sehr wichtig, dass er das hat, weil das haben sehr viele Pure Saints. Aber jetzt, nachdem er sich transformiert, hätte ich mir gewünscht, dass er, by the way, guck mal, ja, guck mal jetzt. Super Saiyan 4 Vegeta, 157.000, mit Bardock zusammen 175.000. Warum? Weil er hat Saiyan Pride. Und ich hätte mir gewünscht, dass er nach der Transformation, by the way, nach der Transformation heißt er Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta, in Klammer Evolved, heißt, dann kann man zum Beispiel, wenn einer sich transformiert und der andere nicht, beide zusammenlinken, dann teilen sich auch jeden Link-Skill. Ich kann das jetzt nicht machen, weil sie beide transformiert haben. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, ich finde es schade, dass sie ihm nach der Transformation nicht oder an sich nicht Saiyan Pride gegeben haben. Ja, Leute, der Vegeta, der hat nur so gestrotzt vor Stolz. Der hat die Stolzfloskeln rausgehauen im Tournament of Power und der bekommt kein Saiyan Pride. Das verstehe ich nicht und das finde ich, das ist das Einzige, wo ich bei diesem Charakter meckern kann auf hohem Niveau. Beziehungsweise, nein, nicht mal auf hohem Niveau. Warum haben sie ihm nicht Saiyan Pride gegeben? Weil so wie da im Anime die Floskeln, ja, die Sprüche rausgehauen hat, die Saiyajin-Sprüche, warum hat er kein Saiyan Pride? Könnt ihr das verstehen? Ich meine, okay, ihr hättet ihm wenigstens Saiyan Pride geben können nach seiner Transformation. Zum Beispiel, dann hätte sich geändert, statt Prodigies ändert sich zu Saiyan Pride. Nicht mal das. Er heißt auch irgendwie Pride irgendwas im Namen oder die Passive. Und von Saiyan Pride, dem Link-Skills, ist nichts. Weit und breit nichts. Das finde ich echt schade, dass er kein Saiyan Pride hat. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, Osiru, das ist schon, du merkst jetzt schon auf hohem Niveau, der macht auch so gut Schaden. Ja, Freunde. Er macht gut Schaden. Aber gerade deswegen, in seinem Team, in seinem Setup, sind so viele Charaktere,
mit Saint Pride, zum Beispiel Majin Vegeta, Majin Vegeta, der hat Saint Pride, FIFA Vegeta hat Saint Pride, die Bardocks haben Saint Pride. Warum nicht Evolution Vegeta? Versteht das meine? Und diese 15%, die würden wirklich gut was ausmachen. Denn so haben wir gesehen, ohne Dupe kommt er gerade mal an die Million. Mit Saint Pride würde er locker mindestens an die Million bekommen. Und ja, ich merke gerade auf hohem Niveau, der Millionenchancen sind auf jeden Fall sehr gut. Aber ich finde es trotzdem schade. Ich glaube, der ein oder andere kann mich hier verstehen an der Stelle. Zum Beispiel hier hat er jetzt Saint Pride vom vierfachen Vegeta bekommen. Das ist ja übertrieben geil. Anyway, Freunde, darüber können wir nicht reden. Das hat er leider nicht. Wir gucken mal, was hier noch abgeht in der Endphase vom Event mit unserem Boy Vegeta und dem Pure Saint Kategorie Team. Ich freue mich wirklich immens drauf, bis der Boy auf Global kommt. Wie gesagt, Freunde, es ist ungewiss, wann er kommt. Er könnte echt als Nächster kommen oder auch eben nicht. Wir müssen uns da einfach gedulden. Und was ich auch schade finde, ist... Was heißt schade? Nee. Warrior Gods haben viele. Okay, nee. Da hab ich mich gerade irgendwie... Da war gerade irgendwas falsch. Warrior Gods haben viele in den Teams, in der vertreten ist. Okay, wenn sich einer fragt, warum hat er kein Godly Power? Das kann ich verstehen, auf der anderen Seite. Diese Form ist halt... Ich sehe die Evolution Vegeta Form als Form... Er ist all out gegangen. Er hat alles aus seiner Macht herausgeholt. Hat quasi so die Blue Form gemeistert, sage ich mal. So... Die Manga sehen, da gibt es ja diese 100% Blue-Form und das ist so, glaube ich, die Adaption mehr oder weniger vom Anime. Denn der hat ja auch quasi seine, gegen Toppo in der Szene, hat er ja seine ganze Kraft auf seine Faust geballt, damit er durch Toppos Hakai, Hakai-Ki, Blast, whatever, nicht umgebracht wird oder Hakai-t wird, ja, wenn ich das so sagen darf. Ich denke, das ist mehr oder weniger die Adaption, auch wenn auch nach einem Interview, offiziellen Interview, wurde gesagt, dass die Evolution Vegeta-Form gleich kommt wie Captain Goku Blue. Also das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn von dem, was wir gesehen haben. Da kam mir der, und das war quasi einer aus den Reihen, die quasi mit Entwickler waren, sei es im Anime oder Manga oder whatever. Ich hab's vergessen, wo das war. Oder wer das war. Anyway war das halt jemand Offizielles. Dass der sowas sagt, bitte! Das kann nicht sein. Die Evolution-Form kommt nicht an Captain Goku Blue Form. Die sollte schon höher sein, auch wenn das Power-Level in Dragon Ball so fraglich ist, aber so von dem, was wir gesehen haben, wenn Goku Blue nicht mal gegen Jido ankam oder gegen Toppo und Vegeta den da weggeklatscht hat in der Blue-Form, Evolution-Vegeta-Form, ja, Evolved-Form, whatever, dann finde ich das ein bisschen vage. Aber außerhalb davon, wie gesagt, Freunde, ich kann es wirklich kaum erwarten, ich habe wieder total vergessen, warum ich überhaupt auf diese Diskussion kam. Mit der Form, ist mir wieder eingefallen, und zwar war es wegen dem Linkskill Godly Power. Und zwar kann ich verstehen, dass Evolution Vegeta nicht den Linkskill Godly Power hat, weil die Form an sich wurde nicht als göttlich angesehen. Auf der anderen Seite, Ultra Instinct Goku, die Technik wurde als Technik der Götter angesehen, so eine Godlike Technik, sage ich mal. Toppo so oder so, Gott der Zerstörung, kam in seinen Gottmodus und Jiren war ja quasi eh Godlike wie sonst was. Deswegen kann ich das verstehen, dass er diesen Linkskill nicht hat. Anyway, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon hattet in den Kommentaren. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Unser Showcase zu unserem Boy Evolution Vegeta. Wenn ja, gebt den ganzen Like und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.